Dieses Multiple ist die wirklich einzige brandneue Arbeit, die aber in der Weise entstanden ist, dass ich hier für den größeren Raum die Fireplaces, die aus den alten Polsterarbeiten aus den 90ern, die ich gemacht habe, in senfgelbe Polsterskulpturen, die Funktionalität vortäuschen, aber natürlich nicht funktionstüchtig sind. Das habe ich letztes Jahr für eine Ausstellung in London gemacht, weil England mit den Fireplaces in jedem Raum hat man das Ding. Und ich habe mich lange Zeit gewunden oder länger gebraucht, ob nach der Fertigstellung dieser Arbeiten, ob ich da wirklich Holzscheite reinlegen soll, ob dieses Element dann zu easy ist oder zu pointiert oder zu viel Hilfen gibt oder was immer. Ich fand das dann aber wichtig, dass die wieder als Katalysator funktionieren und habe das dann gemacht. Was wirklich der Unterschied, Riesenunterschied zur Malerei ist, ist halt Affekt. Ich will es anfassen, ich will die Stofflichkeit haben, ich will Volumen haben, ich will Bilder machen. Wenn man als Bildhauer Bilder machen will und nicht malen kann, macht man letztlich, streng genommen, ist es ja ein Relief. Man benutzt dann eine Hausfrauentechnik und sagt, komm, Filz, mach. Und durch keine Beschränkung in den Bildinhalten habe ich bei meinen Versuchsanordnungen immer die größte Freiheit empfunden.